Seine eigentliche Berufung sah Franz Kafka bereits in Studienzeiten im Schreiben, doch er war gezwungen, einen ordentlichen Beruf auszuüben, der ihm dafür leider kaum Zeit ließ. Dieser Konflikt und auch seine zunehmenden Selbstzweifel führten schließlich im Jahr 1917 zu einem Blutsturz und bei ihm wurde Tuberkulose diagnostiziert. Die Krankheit gab Franz Kafka allerdings auch eine neue Richtung in seinem Leben, denn nun hoffte er, dass er tatsächlich mehr Zeit zum Schreiben finden würde. Und er bezieht sich in seinen Briefen vor allem an seinen guten Freund und Schriftstellerkollegen Max Brod auch häufig auf die Krankheit. Und aus diesen Briefen werde ich jetzt einige Passagen vorlesen. Wir beginnen im Jahr 1917. Jedenfalls verhalte ich mich heute zu der Tuberkulose wie ein Kind zu den Rockfalten der Mutter, an die es sich hält. Kommt die Krankheit von der Mutter, stimmt es noch besser. Und die Mutter hätte mir in ihrer unendlichen Sorgfalt weit unter ihrem Verständnis der Sache auch noch diesen Dienst getan. Immerfort suche ich eine Erklärung der Krankheit, denn selbst erjagt habe ich sie doch nicht. Manchmal scheint es mir, Gehirn und Lunge hätten sich ohne mein Wissen verständigt. So geht es nicht weiter, hat das Gehirn gesagt, und nach 5 Jahren hat sich die Lunge bereit erklärt zu helfen. Wenig später schreibt er: Vorläufig bin ich zweifellos, habe 1 Kilogramm in der ersten Woche zugenommen und fühle die Krankheit in ihrer Anfangserscheinung mehr als Schutzengel, denn als Teufel. Aber wahrscheinlich ist gerade die Entwicklung das Teuflische an der Sache und vielleicht erscheint dann im Rückblick das scheinbar Engelhafte als das Schlimmste. Gestern kam ein Brief von Dr. Mühlstein, in welchem er es unter anderem heißt, Besserungen können Sie sicher erwarten, allerdings wird sie nur in längeren Zeitintervallen zu konstatieren sein. So haben sich allmählich meine Aussichten bei ihm getrübt. Nach der ersten Untersuchung war ich fast ganz gesund, nach der zweiten war es sogar noch besser. Später ein leichter Bronchialkatarrh links, noch später, um nichts zu verkleinern und nichts zu vergrößern, Tuberkulose rechts und links, die aber in Prag und vollständig und bald ausheilen wird. Und jetzt schließlich kann ich einmal sicher Besserung erwarten. Es ist, als hätte er mir mit seinem großen Rücken den Todesengel, der hinter ihm steht, verdecken wollen und als rückte er jetzt allmählich beiseite. Mich schrecken leider beide nicht. Mein Leben hier ist ausgezeichnet, wenigstens bei dem schönen Wetter bisher. Ich habe zwar kein sonniges Zimmer, aber einen großartigen Sonnenplatz zum Liegen. Eine Anhöhe oder vielmehr eine kleine Hochebene in der Mitte eines weiten, halbkreisförmigen Kessels, den ich beherrsche. Dort liege ich wie ein König, mit den begrenzten Höhenzügen in gleicher Höhe etwa. Dabei sieht mich in Folge vorteilhafter Anlage der nächsten Umgebung kaum irgendjemand, was bei der komplizierten Zusammenstellung meines Liegestuhls und bei meiner Halbnacktheit sehr angenehm ist. Nur sehr selten steigen am Rand meiner Hochebene ein paar oppositionelle Köpfe auf und rufen: Gehen's vom Bänkel runter? Radikalere Zurufe kann ich wegen des Dialekts leider nicht verstehen. Vielleicht werde ich noch dorfnah werden. Der Gegenwärtige, den ich heute gesehen habe, lebt eigentlich, wie es scheint, in einem Nachbarsdorf und ist schon alt. Lieber Max, meine Krankheit? Im Vertrauen sage ich dir, dass ich sie kaum spüre. Ich fiebre nicht, ich huste nicht viel, ich habe keine Schmerzen. Kurz im Atem habe ich, das ist wahr, aber beim Liegen und Sitzen spüre ich es nicht und beim Gehen oder bei irgendeiner Arbeit trägt es sich leicht. Ich atme eben 2-mal so schnell als früher. Eine wesentliche Beschwerde ist das nicht. Ich bin zu der Meinung gekommen, dass die Tuberkulose, so wie ich sie habe, keine besondere Krankheit, keine eines besonderen namenswerte Krankheit ist, sondern nur eine ihrer Bedeutung nach vorläufig nicht einzuschätzende Verstärkung des allgemeinen Todeskeims. In 3 Wochen habe ich 2,5 Kilo zugenommen. Ich habe mich also für den Wegtransport wesentlich schwerer gemacht. Dann nun ein paar Jahre später, im Jahre 1921, schreibt er: Es ist auch glaubwürdig, dass die Tuberkulose eingeschränkt wird. Jede Krankheit wird schließlich eingeschränkt. Es ist damit so wie mit den Kriegen. Jeder wird beendet und keiner hört auf. Die Tuberkulose hat ihren Sitz ebenso wenig in der Lunge, wie zum Beispiel der Weltkrieg seine Ursache im Ultimatum. Es gibt nur eine Krankheit, nicht mehr. Und diese eine Krankheit wird von der Medizin blindlings gejagt, wie ein Tier durch endlose Wälder. Dann in einem seiner letzten Briefe, Franz Kafka stirbt nämlich am 3. Juni 1924, schreibt er nochmal an seinen guten Freund: Liebster Max, hätte ich doch lieber eine kräftige Alkoholinjektion dazu verwendet, während deines Besuches, auf den ich mich so gefreut hatte und der so trübselig verlief, etwas menschenähnlicher zu werden. Allerdings, ein böser Ausnahmstag war es nicht, das musst du nicht glauben. Er war nur schlechter als der vorherige, in dieser Art aber geht die Zeit und das Fieber weiter.
Neben diesen und anderen Klagedingen gibt es natürlich auch einige winzige Fröhlichkeiten, aber deren Mitteilung ist unmöglich oder eben vorbehalten einem Besuch wie dem von mir so kläglich Verdorbenen. Leb wohl, Dank für alles. F.